Willkommen in guter Gesellschaft. In Quarantäne. Nicht genau in Quarantäne, aber in Isolation natürlich. Wie so viele Millionen, wahrscheinlich Milliarden auf der ganzen Welt heute, die letzten Tage und auch die nächsten Wochen wahrscheinlich, befinde ich mich in mehr oder weniger Isolation, aufgrund der Maßnahmen, die politisch getroffen wurden. Und es ist eine Situation, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Und es gibt meiner Ansicht nach drei Stoßrichtungen, wie man mit dieser Situation umgehen kann, wenn man jetzt die meiste Zeit zu Hause verbringt, die meiste Zeit ohne soziale Kontakte, ohne viele soziale Kontakte verbringt und wo die typischen Rhythmen, die typischen Abläufe des Lebens plötzlich fehlen und sich natürlich auch sowas wie Monotonie einstellen kann. Und meiner Ansicht nach gibt es da drei Stoßrichtungen, wie die Leute damit umgehen, wie man damit umgehen kann. Das ist einerseits Panik und auch Wut, würde ich dazu zählen, wie es in einigen Fällen sicher so weit kommen kann. Das ist Ablenkung und das ist Ruhe. Panik, Ablenkung, Ruhe. Ich glaube, diese drei Stoßrichtungen, Hauptstoßrichtungen, kann es geben in dieser Isolationsphase. Und zwar, Panik ist, gibt sicher einige Leute, die das schockiert, diese ganze Situation, die da vielleicht jetzt sogar zu viel Panik bei denen entfacht wird und ja, wo Ängste geschürt werden, zu denen es vielleicht gar nicht so ein reales Abbild gibt noch, zum Glück. Wir müssen dazu sagen, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ängste sind ja seit der Steinzeit oder noch länger in uns Menschen aus guten Gründen angelegt. Nur haben in den letzten mehreren hundert Jahrhunderten hat es immer weniger Gründe gegeben für diese Ängste, die uns früher eben vor wirklichen Gefahren, Todesgefahren beschützt haben. Und vor allem die letzten 70, 80 Jahre leben wir in einem relativ sicheren Zeitalter, wo unsere Welt immer abgesicherter ist. Es gab in der westlichen Welt kaum mehr, nicht einmal mehr Hungerkatastrophen oder Pandemien wie diese aktuelle schon gar nicht. Und also das ist auf jeden Fall ein Weg, den viele wählen, in die Panik zu gehen. Und man sieht es auch an den vielen Kommentaren und an vielen Postings, die das vielleicht sogar überzeichnen. Das möchte ich gar nicht beurteilen, aber fließt dann schon dieser Bereich in den nächsten Bereich, nämlich in die Ablenkung. Viele, die jetzt zu Hause sitzen und nicht ihren üblichen Tätigkeiten nachgehen können, die lenken sich natürlich da zu Hause auch ab durch Fernsehen, durch Gaming sehr viel. Hat man aus Italien gehört, wie sehr die Telekom Italia da an Datenraten nachschießen musste, um den Bedarf an Gaming, ja, ermöglichen zu können, damit die Leute sich durch Gaming abdecken. Und ist ja auch ebenfalls eine gute Möglichkeit, um, wenn das Spaß macht, diese Zeit dafür zu nutzen. Aber natürlich lenkt man sich einfach dadurch ab in dieser Phase, ne? Und macht damit vielleicht sogar nichts viel anders, als man es davor gemacht hat, indem man sich durch Sendungen, Serien oder im Gaming oder ähnliche Dinge einfach ablenkt. Können natürlich auch ganz andere Dinge sein wie und ist wahrscheinlich noch die bessere Variante, als in Panik zu verfallen, ja. Auf jeden Fall. Kann ja zum Beispiel ein gutes Buch lesen oder ein Bild malen, je nachdem, was einem liegt. Und Ablenkung hat bei uns vielleicht eine, oder vielleicht subjektiv gesehen,
eher einen negativen Touch, aber das möchte ich in diesem Fall gar nicht anmerken, sondern ja, sehr neutral sehen. Und die dritte Möglichkeit, das ist die Ruhe. Viele sehen diese Situation, die wirklich einmalig ist in unserer Zeitspanne, die wir hier schon leben dürfen, die meisten von uns hier leben dürfen, ja, sehen diese Situation als Chance, einmal in sich zu kehren, in sich reinzuschauen und diese wunderbare Welt, wo jetzt komplett das Tempo rausgeht, genommen ist, wo alles versucht wird, um die Leute sogar abzusichern, möglichst gut. Ja, mit in Österreich mit Kurzarbeit, mit Härtefallkrediten, mit Überbrückungskrediten und Zuschüssen, wo ja in Wirklichkeit für die meisten mag wirklich Härte viel geben, vor allem die Unternehmer, die jetzt ihre Geschäfte schließen, sind wahrscheinlich da in vorderster Front. Aber es gibt viele, viele Menschen, denen es noch relativ gut geht auf jeden Fall, die ihre Maslow'sche Bedürfnispyramide von Dach über den Kopf und Nahrung und auch das Licht funktioniert und sie können über Internet haben wir Möglichkeiten mit unseren Verwandten, Freunden, Kollegen auch nach wie vor zu kommunizieren, was ja in den vergangenen Jahrhunderten nicht möglich war in solchen ähnlichen Situationen. Also wir können sehr viel aufrechterhalten an Kontakten, auch wenn es den persönlichen Kontakt sicher nicht ersetzt. Und diese Situation sehe auch ich als Riesenchance, mal in sich reinzugehen, in sich reinzuhorchen, mal nichts zu müssen, nichts, alles hat Zeit, nichts muss schnell gehen und einfach nur mal sich zu verlieren vielleicht auch, ja, um sich danach wiederzufinden. Und ich finde, wer weiß, wann wir so eine Chance noch bekommen. Wir sollten das positiv sehen und das auf jeden Fall nützen. In diesem Sinne, danke für euch in guter Gesellschaft.